Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit City Transport Simulator Tram hier auf meinem Kanal. Ich habe mal ein bisschen vorgespielt und zwar habe ich eine Runde auf der Linie 3 gedreht, um auf Level 10 zu kommen, damit wir uns jetzt nicht noch ewig lange mit dem Ulf aufhalten müssen. Ulf ist nicht mein Vater, Ulf ist eine Straßenbahn. Ne? Das kann ich nicht erklären, oder? Also Level 10 haben wir erreicht, wir haben wieder ein paar mehr Punkte gekriegt. 120 haben wir jetzt insgesamt da oben zur Auswahl. Das ist jetzt natürlich ein bisschen sehr wenig. Aber wir gucken mal, dass wir mit den Punkten irgendwie hinkommen. Ich weiß aber noch nicht wie. Weil die Linie wird ja jetzt alleine schon gesäten kosten. Und ich möchte eigentlich für die neue Straßenbahn jetzt auch eine neue Linie anlegen. Ja, das ist schlecht. Warum habe ich so viele Punkte schon ausgegeben? Sag mal, mein Fuhrpark. 333, jeweils 40, das sind 120, sind 240, sind 360. Also viel haben wir noch gar nicht ausgegeben. Aber wir probieren es mal aus. Komm, Linie verwalten. Wir erstellen eine neue Linie und dann würde ich sagen, starten wir mal. Da unten sind wir ja unterwegs. Am Pulse Center starten wir. Und dann fahren wir mal hier unten lang. Dann machen wir hier einen Schlenker. Haben wir nämlich die Haltestelle auch mit drin. Und jetzt sind wir schon am Limit mit unseren Punkten. Das ist natürlich jetzt hier eher medium geil. Jetzt ist natürlich die Frage, wo habe ich die ganzen Punkte verbraten? Das ist jetzt natürlich schlecht. Warte, die Linien kosten 210, Fahrzeugkosten 145. Also die gelbe Linie. Die kostet ein wenig zu viel. Das halte ich für unglaublich ungünstig. Okay, dann kommt die Linie erstmal in den Schrott. Und dann erstellen wir uns eine neue Linie. Wandern von hier. Über den Hauptbahnhof. Und dann fahren wir ins Pulse Center. Was kostet die Linie? 205. Fahrzeuge haben wir ja noch ein paar, die wir jetzt austauschen können. Also da muss man echt ein bisschen haushalten mit den Punkten, sofern man noch ein niedriges Level hat. 5 Fahrzeuge willst du auf der Linie haben. Sag mal, hast du sie noch alle? Wir machen wieder bis 21 Uhr. Und auch hier erstmal 15 Minuten, geht ja nicht anders. Weil sonst kommen wir mit den Fahrzeugen nicht hin. 330 Öcken minus 205, das sollte hoffentlich ausgehen. Insofern wir jetzt mal auf den Markt gehen, dann verkaufen wir mal die Ulf-Kollegen. Und dann setzen wir hier auf der Linie die R22B ein. Und dann setzen wir die auch hier ein. Und dann wollen wir mit der direkt auch mal fahren, Runde, ne? Würde ich sagen. Die neue Linie, das ist unsere neue Linie 1. Hat natürlich auch den Kurznamen 1. Und die Ibis-Nummer ist die 1. So. Farbton, Sättigung, blablabla, interessiert mich nicht. Ich mache ein bisschen gelber, damit wir hier ein einheitlichen Ding haben. Und dann würde ich sagen, Linie speichern. Und dann wählen wir uns mal das Fahrzeugli aus hier. Und dann würde ich sagen, starten wir hier oben beim Freimundplatz und fahren bis zum Pulse Center. Dann sehen wir nämlich den neuen Kartenteil, den wir noch nicht befahren haben, nämlich den hier hinten. Erst ein bisschen später. Und dann nehmen wir... Nehmen wir mal hier so ein bisschen später Nachmittag. Nehmen wir mal so 16 Uhr, oder? Das sieht ganz gut aus. So, also Bedienung erstmal dieselbe im Groben, weil, ja, wir haben ja nichts anderes. Weil wir ja noch nicht aufrüsten können und so. Ist übrigens das erste kleine Update gekommen mit ein paar Patches und Bugfixes, nichts Weltbewegendes. Wie gesagt, ich habe mir ja vorgenommen, dass ich die Videos immer so kurz vor knapp mache, dass ich zumindest am Anfang die ganzen Patches und Bugfixes immer so ein bisschen mitkriege, für den Fall, dass was Größeres mit dabei ist, dass ihr dann auch bei mir auf dem Kanal immer auf dem neuesten Stand seid. Ich möchte da nicht extra irgendwelche News-Videos für machen, weil ich von diesen Clickbait-Gedöns halt nicht viel halte. Es gibt ja Leute, die ja wirklich 500 Videos in der Woche rausbrechen, um in 2 Minuten zu erklären, dass
was weiß ich, ein Farbtupfel auf einer Lokomotive neu ist. Oh, das ist schon fast ein bisschen gemütlich hier. So, machen wir erstmal die Schatten auf hier. So, wir gucken mal kurz unsere Dinger hier. Also wir müssen mal die Beleuchtung auf manuell. Hm, wieso geht das nicht? Achso, ja. Hat nicht. Achso, ich linke Maustaste. Und dann sind wir eigentlich fahrbereit, ne? Dann würde ich sagen, legen wir los. Die ist jetzt ein bisschen lauter als die andere Straßenbahn, als der Ulf. Und anscheinend auch nicht ganz so kräftig. Das ist jetzt ein hübsches Geräusch. Haltestelle Baumhauenstraße. Das ist, wenn wir die Weichen umstellen wollen. So, dann sind wir hier an der zweiten Station der Blumenstraße. So, wenn wir mal kurz ins Menü schauen, dann sehen wir haben immer noch die Aufgabe mit den 15 perfekten Stops an Haltestellen. 33,33%, also 5-mal insgesamt erst geschafft. Da habe ich auch im View-App Discord gestern gesehen, dass da wirklich einige Probleme mit haben, diese Aufgabe zu erfüllen. Und die ist schon ein bisschen anspruchsvoller zu fahren, die R22B, weil die auch ein bisschen mehr Trägheit hat. Die fühlt sich auch jetzt vom Fahrgefühl her, fühlt die sich auch irgendwie nicht so leicht an wie der Ulf. Haltestelle Kaiserpark. Also die macht so vom Fahrgefühl her so ein bisschen den Eindruck, als ob die so ein bisschen mehr Liebe braucht. Idealfall schon die Weiche vorher einstellen beim Reinfahren. Boah, ist das ein ekliges Geräusch. Boah, die Weiche ist festgelegt, erkennen wir am X und auch richtig gelegt. Dann geht es für uns jetzt erstmal Richtung Hauptbahnhof, würde ich sagen. Na, Türe zu. Die Tür nicht zu. Hallo, Tür zu. Ah, jetzt geht's doch. Jetzt ist die Ampel rot. Haben wir eine Türstörung gehabt, eine kleine. Gut, dann warten wir mal, bis da vorne wieder ein Fahrtbegriff für uns gezeigt wird. Jetzt sind wir natürlich schon wieder unpünktlich, aber das ist Berufsrisiko. Da müssen wir durch im View-App Discord ganz, ganz viele Sachen schon erklärt und gemeldet worden. Ich werde euch jetzt gleich am Hauptbahnhof unter anderem mal eins zeigen, dann sind wir zwar noch mal ein bisschen verspätet unterwegs, aber das finde ich jetzt nicht so wild. Ampel ignoriert, sagt er zu mir. Bist du doof? Die Ampel ist umgesprungen, ich hab's gesehen. Haltestelle Oberer Ring. Da müssen wir möglichst Gas geben, um die Verspätung unter Umständen hier reinzuholen. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. So, insgesamt auf jeden Fall hier im wunderschönen Grün das Ganze. Hallo, habe ich doch gemacht. Hä? Irgendwie hat er Probleme mit der Türfreigabe, kann das sein?
Richtig funktionieren tut das hier aber nicht. Na, jetzt aber. Ein bisschen irritiert gerade von dem Fahrzeug. Eigentlich wollte ich jetzt mein Thumbnail machen. Das können wir gleich mal opfern. Aber weiter Gas geben hier. Mal kurz ein bisschen locker machen. Das ist wirklich ein hässliches Geräusch, oder? Leute? Aber das war jetzt richtig, wo wir da hinfahren. Wenn jetzt überhaupt? Hä? Wieso? Oh, wir haben uns verfahren. Haha, Katastrophe. Wir sind jetzt am Pulse-Center. Ah, das ist das, was ich meine. Die Dinger da unten, die sind noch nicht so hundertprozentig richtig. Jetzt sind wir natürlich im verkehrten Umlauf. Ja, wir könnten jetzt hier theoretisch drehen. Völlig losgelöst vom Fahrplan. Okay, dann kann ich euch jetzt aber eine andere Funktion noch zeigen. Dann werden wir die Linie in der nächsten Folge mal sauber abfahren. Das heißt, wir fahren jetzt hier erstmal raus aus dem Pulse Center. Ich war gerade total irritiert, warum ich da abbiegen sollte auch. Guck mal, jetzt sagt er hier Pulse Center. Auf Meierplatz. Das ist dann der hier? Ja, tatsächlich. Jetzt. Haltestelle Olaf Meierplatz. Direkt mal zur nächsten Station. Also können wir eigentlich auf der Linie bleiben. Aber ich möchte euch ja trotzdem noch mal was zeigen. Also müssen wir einmal dann zum Olaf Meierplatz oder irgendwo hin. Das hier ist aber schon noch Pulse Center, oder? Hey, ist schon der Olaf-Meyer-Park. Warum ist denn der so weit vorne gelegt? Okay, dann machen wir die Türen hier mal auf. Ich steige mal aus meinem, mir am gesamten Arbeitsplatz. So geht denn die Tür immer nicht auf. So, und dann, hallo? Was ist denn los mit dir? Mit der Türfreigabe bei dem Ding funktioniert nicht. Wie ich das möchte. Was sind die Spiegel? Alle Türen öffnen ein, so. Mach auf. Mach auf! Das ist Freiheitsberaubung. Jetzt aber. So, jetzt komme ich hier raus. So, jetzt laufen wir mal nach da hinten. Leute. Also wir fahren in der nächsten Folge die Linie einmal sauber ab. Ich möchte euch aber noch was anderes zeigen, was den Leuten aufgefallen ist, wo ich jetzt eigentlich schon behauptet habe, das würde nicht funktionieren. Und zwar kann man anscheinend doch die Weicheneisen benutzen. Da muss ich einmal kurz in die Optionen. Dann muss ich mal kurz ins Gameplay und muss mal das Fadenkreuz und das Maustool Uwe anmachen. Ah, okay, hier, guck mal, hier geht es jetzt zum Beispiel nicht. Es geht nämlich nicht an allen Weichen, wurde mir gesagt. Aber an einigen soll es wohl gehen. Hier geht es jetzt auch nicht. Dann müssen wir mal kurz zurück ins Hauptmenü. Und dann gehen wir mal den Hauptbahnhof, weil da geht es definitiv an einer Weiche am Hauptbahnhof. Fahrt starten, Fahrzeug wählen, dann haben wir die Linie 2. Wo ist meine Linie 1 jetzt? So, dann starten wir hier mal eben am Hauptbahnhof, fahren zur Lichterallee. Uhrzeit machen wir mal Mittag. Und dann zeige ich euch das mal mit dem Weicheneisen, dass das jetzt wohl tatsächlich funktioniert. Ladezeit natürlich mal wieder hier.
war selber überrascht, als ich das jetzt gestern gelesen habe, dass das mit dem weichen Eisen funktioniert. Wir hatten es ja ein paar Mal ausprobiert, aber es scheint nicht an allen Weichen zu funktionieren aktuell. Bei Trams in Wien und München hatten wir noch das Weicheneisen hinten in der Straßenbahn drin und mussten das damit rausnehmen und dann konnten wir die Weichen umlegen. Wird natürlich noch ein interessantes Future, wenn wir uns ja eigentlich auf das Ibis verlassen und die Weichen dann aber kaputt gehen. Weil theoretisch ist ja, dass ich die Weichen alle manuell stelle, ist ja theoretisch eigentlich hinfällig, weil... weil ich ja, das Ibis ist ja dafür da, um meine Weichen zu stellen. Um meinen Linienweg zu kennen. Lichterallee, und welche Linie haben wir hier? Das muss man sich immer so ein bisschen merken. Welche Linie wo fährt, das kann man leider noch nicht aussuchen. Habe ich aber schon mitgegeben, dass das auf jeden Fall ein Future wäre, was definitiv meines Erachtens mit rein muss. Dass man wählen kann, auf welchem Gleis wir mit unserer Straßenbahn ankommen, weil damit man auch selber weiß überhaupt, wo es hingeht. Man kann es natürlich auch so machen wie ich jetzt gerade und man guckt mal, wo ist die Linie 1, wo ist die Linie 2. Aber jetzt gehen wir erstmal hier mal. Da können wir sehen, eine Weichenstange einsetzen. Dann können wir das HUD ausmachen. Dann mache ich davon mal einen Screenshot, dann wird das heute unser Thumbnail. Und dann können wir damit interagieren und können die Weiche dann manuell umstellen. Also das funktioniert aber wie gesagt nicht an jeder Weiche. Können Sie mal kurz hier drüben ausprobieren. Ich meine nämlich auch gelesen zu haben, dass es hier nicht an allen Weichen geht. Hier würde es gehen. Da würde es auch gehen. Also es funktioniert auf jeden Fall. Zwar noch nicht überall, aber es funktioniert. Es kann natürlich auch sein, dass einige Weichen, die aktuell noch keinen zweiten Fahrweg zulassen, weil die Map dort einfach auch noch nicht unterwegs ist, dass es deswegen nicht funktioniert. Aber hier am Hauptbahnhof zumindest funktioniert es an allen Weichen. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch. Kurze Folge heute. Morgen gehen wir dann mit dem R22B und fahren die Linie einmal sauber ab. Ich werde das dann auch in München Lackierung, also wunderschön blau machen. Und dann hoffe ich, dass ich das dann hinbekomme. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit dem City Transport Simulator hier auf meinem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ihr dürft natürlich sehr gerne auf den Discord kommen. Der Link ist in der Videobeschreibung, Kommentare und Däumchen nicht vergessen. Und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen wollen, gerne in den Discord kommen. In dem Sinne, euch jetzt noch einen schönen Tag und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.